Da, 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 da.3, Sie will mich 2, zweimal 1. angreifen. Nee, macht keinen Sinn. Die schlägt Kann zweimal mich. zu. Die Attacke ist erschwert um. 3 und die Parade um 2 wäre Dann hat sie erschwert. dich zweimal getroffen. Ich mache den ersten plus 5. Sind 6 TP und nochmal 6 TP. Hast du ein Schwein? Zweimal in den Bauch. Ja, fresse ich beide. Gut, Rüstung abziehen, wenn du welche hast. Oh, und hab dann ich nicht. Ist sie durch. Die andere rollt sich unter Jalans Pferd durch. Ich möchte vorziehen. Hast du schon vorgezogen? Sie hat auch zweimal ausgewichen. Ja, das ist immer noch die gleiche Kampfrunde. Ja, dann kann sie sich nicht wegrollen. Hä? Du hast doch eben schon Schaden gemacht. Sie rollt sich halt unter deinem Pferd und du hast gerade ihr Bein zerstampft. Ach so, ich dachte, die rollt sich weg im Sinne von einer Ausweichung. Ja, sie rollt irgendwie hin und her und versucht. Und jetzt hast du gerade ihr Bein zerquetscht. Boltax ist fertig, Jalan hat vorgezogen. Die andere ist ausgewichen. Isarun ist geritten. Nächste Kampfrunde. Ich möchte vorziehen. Also die lebt noch, das ist gut. Macht die noch sonderliche Kampfanstalten? Ja, sie macht jetzt auch schnellziehend ihre Keule und will nach deinem Pferd hieben. Ehrlich? Ja, was soll sie sonst machen? Sich ergeben? Warum? Um Gottes Willen. Ich möchte mein Pferd dazu animieren, sich auf sie draufzusetzen. Warte mal, mach mal eine Überredenprobe. Ich hab noch gar nichts gesagt. Okay, ja, trotzdem, einschüchternde Präsenz. Kann ich überzeugen? Kannst auch überzeugen, wenn du willst. Okay, dann mach ich überzeugen. Denn das wäre sonst ein Matzer gewesen, danke auch. Wow. Hast du ein Schwein, dass du das vorher angesagt aber hast? Ich ein Schwein, ganz ehrlich. Ja, sie hebt ihre Hände und... Lass mich! Ja, dann springe ich ihm nur runter und halte ihm die Waffe entgegen. Auch schwer atmend und... Ja, dann ist fertig. 13, Oronische Kriegerin. Boltax ist vor? Ja, ich zieh vor. Ja, Isarun. Also gut, Isarun zuerst. Isarun springt mit einer Aktion hin. Genau, und ich greife die Oronische Kriegerin mit einem Wuchtschlag an. Plus 6. Wo ist mein Kampfbogen? Da. Schaden. Ja? Ich glaube, wir können den Kampf dann cinematisch abhandeln. Joa, 38. Verdoppelt, ne? Mhm. Joa, beschreib die Szene. Ja, Isarun stürmt wie eine Furie auf die ironische Kriegerin zu, hebt einmal das Flammenschwert und lässt es dann mitten auf ihren Kopf niedersausen und teilt den Kopf in zwei Hälften. Ja, Boltax wird von Knochensplittern getroffen, brennt heißes Blut, was dir entgegenspritzt und du ziehst so verwundert deinen Dolch aus ihr raus. War ich das? Haha. Abelmir. Ich gucke nach Rafim. Wir beenden sämtliche Initiations-Kampfrunden. Abelmir, wir fangen bei dir und bei Rafim an. Ist Rafim eigentlich schon auf der Schwelle des Todes, also unter 0 LE? Ja. Rafim, wie viel also, unter 0 LE? Nein, stopp. Er hat einen Schicksalspunkt verbrannt. Damit stirbt er nicht und er ist in diesem Kampf erst einmal auf der 1. Also er hat ein Leben. Also er wird irgendwie überleben. Er wird diese Szene überleben, das wissen wir schon. Wie viele Lebenspunkte fehlen dir auf ihm? 11. Du bist 11 unter 0? Ja, meine Freunde. Es gibt Leute, die sterben an sowas. Er kann noch ein paar aushalten. Hast du Wunden über Kopf, Arm, Bein, Rumpf, sonst wo? Bauch. Große Bauch. Das ist ein Balsam plus 22. Am Rumpf ist plus... Erste Runde oder zweite Runde? Eine. Aber eine. Wenn du jemanden der unter 0 ist heilen möchtest, hast du Erschwernis doppelte LE unter 0. Das weißt du. War doch gerade, dass nicht unter 0 doch, ist. Hat doch, er wird diese Szene irgendwie überleben. Und er wird irgendwann wird er auf 1 kommen. Also es wird auch 2 PHSP kosten. Du weißt, dass Rafim Heiltränke gekauft hat. Echt? Dann würde ich deinen Rucksack mal durchsuchen. Ja, sie sind zum Glück nicht zerbrochen. Und würde ihn langsam diesen Heiltrank einflößen. Ja, du musst auch keine Fingerfertigkeit würfeln. Den ersten 3W6 oder was war das? 3W6 plus 6 sind es, glaube ich, die Dinger. D, mal, ja, genau. War D oder C? Das war die Frage. Ich glaube, du hast D gekauft. Ja. Rafim, die ersten 3W6 plus 6, bitte. Ja. Schauen wir mal, ob es ein zweiter Heiltrank wird. Oh ja. Es wird ein zweiter Heiltrank. Hat doch jemand einen Chip dafür? Gut, dann... Ach komm, Alter, Heiltränke habe ich doch. Kein Geiz.
Gut, dann suche ich den zweiten. Also ich sehe, dass die Wunde sich nicht schließt am Bauch und würde ihm dann vorsichtig den zweiten einflößen. Obwohl, die würde sich schließen, oder? Eine, ja. Also nee, ab 7, ja, aber elbowische Messer, nein. Ach so. Ja, okay, das ist was anderes. Oh je. Weißt du, warum ich meinen Fan vorzugsweise lange Dinge entgegenhalte? Also die, ja, ist doch langweilig. Die Dame, die Magistra Al-Saliri, ihr kanntet ihren Namen nicht, aber ihr Problem ist halt nicht, dass sie gute Kampfwerte hat, aber dieses Messer, dieses chirurgische, das tut weh. Ja, das sind Probleme für später. An Magier darfst du nie länger als auf Langbogenreich, kürzer als auf Langbogenreich weiter hinaus. Ja, Rafim, du hast gerade das Schwingen und das Rauschen von Golgaris Federn über dir vernommen, du hast einen Blick auf die schwarze Stadt von Anwürfer geworfen, du hast einen Vulkan gesehen, der jetzt diese schwarze Stadt eingefärbt hat und konntest dann kurz vor dir auch sowas wie eine Waage erkennen. Du hast deine Familie gesehen, deine Brüder vor Kor und dann wirst du ungnädig von Abel mir zurück ins Leben, zurück ins Diesseits geworfen. Du hast dich gefreut, endlich wieder die Schmerzen, dein Leid, was du seit der dritten Dämonenschlacht mit dir trägst, endlich hast du es hinter dir und dann reißt Abel mir dich wie ein ungnädiger Bastard zurück ins Leben. Ja, wenn ich die Augen öffne, kriegt er auch direkt erstmal Wasser in seine Fresse. Ja, haben wir 1W6 plus? Mit Schlagring, meine Freunde. Kann ich ausweichen? Kannst du. Hey. Guck erst mal, ob du überhaupt triffst. Ja, ich gehe auf die aus, aber... Bei Rafim muss man damit immer rechnen. Der wirft dich auf einen 21. Ich suche gerade meine Ausweichenwert, wo ist denn der? Du kannst auch parieren, ne? Ausweichen steht oben im Kampfbogen. Kannst du auch parieren? Ich würde es tatsächlich auch parieren. Parieren ist vermutlich besser. Dann kriegst du wieder Schaden, dann bist du wieder unter dem. Ausweichen wäre das 6. Wow. Hast du noch ein Schiff? Ach Quatsch, dann nimmt er die halt. Wie ein Mann nimmt er die. Ja. Mach Schaden. Oh, Junge! Wow. Es knackt einmal, deine Nase. Hast du noch alle Latten am Zaun? Deine Nase bricht und ich mach mit Streitkolben manchmal weniger Schaden. Ja, das ist TPA, Freunde, das ist TPA, ne? Ach so. Das ist keine echten Damage. Ja, das sind TPA. 5 Lebenspunkte, die du verlierst. Rafim, du verdammter. Was machst du, Idiot? Was machst du? Ich steh auf und trete ihn erstmal am Boden. Bist du behindert, Junge? Du verdammter Sohn einer lanfanischen Hündin. Du kriegst nochmal einen Schadenspunkt durch den Tritt in die Rippen. Das ist bei 12 LEP. Was? Lass mich doch sterben, Junge. Idiot. Nächstes Mal lass ich dich verrecken. Ja, danke. Hättest du auch diesmal machen sollen. Dreh mich um und sehe ich eigentlich diese seltsame Klinge, mit der die gekämpft hat? Ja, die liegt genau neben ihm, die ist ihr dann wohl aus der Hand gerutscht, rausgefallen. Als sie das Wort, was du suchst, ist gewaltsam gerissen worden. Also die Hand aus der Klinge, nicht die Klinge aus der Hand. Ich nehme ein Taschentuch und greife vorsichtig mit dem Taschentuch diese Klinge mal, halte sie mal gegens Licht. Ja, sie glitzert und schimmert. Also nicht unbedingt magisch, aber weil es halt Edelstahl ist. Das Mistig tut ordentlich weh. Ah. Ich glaube, ich müsste das untersuchen mal. Gibt es auch irgendwie, hat diese Paktieren oder diese Dämonenschwören auch in Etwi-Wort irgendwie drin reinpacken kann und ungefährdet? Also wenn du sie durchsuchst, was du dann im Laufe der nächsten paar Minuten machen kannst, geht das auf alle Fälle für das Sonnen. Dann habe ich da ganz vorsichtig einpacken, dass ich nicht in die Klinge greife aus Versehen und muss dann wegstecken. Gut, was tun die anderen? Ja, ich würde mich auch mal auf den Weg zu denen machen. Bisschen langsamer, aber bedächtig dahin gehen. Ich schaue mich um, wie der Verletzungsstatus von meinen unmittelbaren Gefährten hier ist. Und, Maestra, das hat er. Ja. Ja, da bin ich. Ich habe eine. Sehr gut. Versucht die Kriegerin auf ihre Beine zu ziehen. Ja, okay. Dann merken vermutlich alle, dass ihr Bein halt nicht mehr hinhaut und dann wird sie eben wieder fallen gelassen. Wie geht's? Ich schaue mich mal um. Wo ist der Dämon? In den Niederhellen. Sehr gut. Ich
Weiß nicht, ob das die Beschwörerin war. Sie sah ein bisschen so aus, aber egal. Davon würde ich ausgehen. Gut, wir sollten uns erst einmal alle sammeln und dann, wir sollten die Leichen durchsuchen. Irgendwelche Karten, Befehle, was auch immer das nicht sein könnte. Richtig. Könnt ihr diese Gefangene festbinden? Ja, dahin kommt Karino, der kann das besser als ich. Und dann können wir uns, sobald wir alle beisammen sind, der Befragung annehmen. Richtig, wir müssen einmal nach Rafim schauen. Das sah nicht gut aus. Mach das, ich werde hier... Ich warte, bis die beiden da sind. Alles klar. Ayalan setzt sich erschöpft an den Rand des Wadi und sich erstmal so ein bisschen von euch abkapseln. Ich würde währenddessen mich vor einen Baum stellen und immer wieder mit der Hand da reinschlagen. Dieser miese Hurensohn! Dieser Vollidiot! Dieser Vollidiot! Dieser Hurensohn! Auf wem geht es euch gut? Schnauze! Mit wem redet ihr? Dem Idioten da hinten! Ah! Meint ihr Abelmir? Ja! Ah, was hat er getan? So ein Wichser sein! Oh, meine Brüder. Das ist aber ganz schön viel Blut auf eurer Kleidung. Ich hasse es. Abelmir. Ja? Was ist los? Der ist total durchgedreht, aber... Ja, das wissen wir, aber was ist los? Ich rette ihn ein Leben und er schlägt mich dafür. Ah... Verstehe. Nächstes Mal sie verrecken. Ja, wir lassen ihn erstmal sich beruhigen und erinnern ihn dann an seinen Bär. Ja, Rafim würde sich auf jeden Fall die nächste halbe Stunde nicht beruhigen und erstmal so lange auf den Baum einprügeln, bis dieser umfällt. Und sich dann einen anderen suchen, um den zu verprügeln. Während er dabei weiter laut flucht. Ja, ich würde mir in der Zwischenzeit dann mal die Umgebung anschauen und gucken, ob da nicht noch mehr von diesen Leuten rumkriechen. Ja, wie gesagt, ihr seid gerade des Abends hier angekommen. Die Sonne geht langsam unter. Der Kampf hat ja nicht so lange gedauert. Ihr seid einmal angeritten, angesprintet und habt dann nach einigen Augenblicken des Kampfes, die Zeit ist dann ja mal sehr dehnbar, Satina fällt da dann schützend die Hand über euch. Ihr könnt nochmal oben gucken. Wenn du das Ganze untersuchst, wirst du in einigen Metern Entfernung keine weiteren Feinde entdecken können. Und auch das, ja, dieses Lager, dieser kleine Turm, der hier errichtet worden ist, dort gibt es keine weiteren Feinde. Das ist doch schon mal gut. Dann würde ich das so meinen Gefährten berichten und vorschlagen, dass wir die Kampfspuren hier beseitigen und uns alle in den Turm zurückziehen. Ja, das klingt vernünftig. Oh weh, ich glaube, ich habe auch ein bisschen was abbekommen. Muss wohl erstmal... Ihr könnt aber laufen. Natürlich, natürlich. Gut, dann gehen wir erst einmal in diesen Turm und dann schaue ich mir das mal an. Ja, soll ich euch begleiten? Sicher, also wir wollen hier nicht so viele Kampfspuren zurücklassen, für den Fall, dass hier noch eine Patrouille vorbeikommt. Ja. Dann sollten wir wohl auch alle Pferde beim Turm sammeln. Richtig. Ja, ich stell mal auf ein Pferd und sammle mal Isarons Pferd, weil er steht dann irgendwo hinten, in der PD, 100 Meter weiter weg wahrscheinlich noch. Und würde es zum Turm dann bringen halt. Führen. Ja. Würde mein Pferd dann auch zum Turm führen. Ich schreie weiter Bäume an. Ich schreie Rafim an. Rafim! Helft uns! Wir haben hier noch einen Auftrag. Ja. Ja. Nehmen wir mal mein Pferd, für das zu diesem... Ich weiß gar nicht, was ist das denn? Ist das ein Turm? Ist das ein Hof? Es ist wohl so ein kleines Bauernhaus, möchtest du meinen. Also jetzt ganz typisch für diese Gegend. Der Turm dient wohl auch dazu, dass man von hier aus mal den einen oder anderen Meter über die Hügel blicken kann. Also ein idealer Aussichtspunkt. Die Bauern werden das sicherlich für andere Dinge benutzt haben. Es ist keine Mühle oder sowas, sondern nur ein kleiner Lagerturm. Und ihr könntet euch dann hier zurückziehen von den Dorfbewohnern oder von diesen Bauern. Keine Spur.
Ihr könnt allerdings auch einige wenige Kampfspuren erkennen. Also die wurden gewaltsam vertrieben. Vielleicht sind sie auch tot. Vielleicht sind sie hier irgendwo verscharrt. Oder schon von anderen Tieren gefressen. Also finde ich einen Spaten oder sowas in einem Schuppen, Anbauschuppen? Ja, wirst du finden. Dann würde ich mal anfangen, ein Grab zu schaufeln. Grafim? Nein, für die zwei Bogenschützinnen und die Beschwörerin. Moment, eine lebt doch noch. Achso, eine und dann ist eine Bogenschützin und eine Beschwörerin. Also zwei Gräber. Storchen und so weiter. Ja, ich würde mich mal in diesem Hof oder Turm, was auch immer, in der Befestigung umgucken, ob da das Lager von denen ist oder ob die nur zufällig hier sind. Ne, genau, so du findest hier auch das Lager von denen, die sind dann hier untergezogen, haben sich hier wohl auch schon eine ganze Weile dann niedergelassen und ja, du findest dann hier auch den knorrigen Magierstab von ihr. Du bist magiekundig genug, um zu wissen, dass diese Magier zumindest sowas brauchen, auch sowas wie ein paar Rucksäcke mit Trockenfleisch, Trockennahrung, ein Halstuch, Lippenstift, eine kleine Flöte, viele Drogen, vor allem auch schwarzen Wein und ja, andere Pulverchen, die der Sinnschärfe nicht unbedingt zuträglich sind, Armreife. Ja, die Drogen würde ich an mich nehmen, falls es Alchemiker gibt, also irgendwelche Tränke oder so, würde ich die auch an mich nehmen. Mhm. Armreife etc. pp. Würde ich erstmal liegen lassen. Ja, also du wirst auf alle Fälle dann, ich sag mal, einen Zaubertrank und zwei Heiltränke der Qualität C finden. Ja. Die kannst du dann für dich einstecken oder auch aufteilen. Tätowierbesteck wird es auch noch geben, mit verschiedenen Farben auch dabei. Und ja, die haben es sich hier als Auskundschafter dann gütig getan. Ja gut, den Zaubertrank und einen der Heiltränke würde ich dann direkt trinken. Gut. Ich bin so fertig. Als Zauber. Ja. Ja, Qualität C kannst du dann selber auswürfeln. Ja, das sind 2 wie 6 plus 6, oder? Ich glaube plus 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Musst du zur Botanika. Nee, gar nicht. Wegen der Chemie musst du nachgucken. Kannst du nachschlagen. Was tun die dann? Abel, mir ist beschäftigt mit Buddeln. Isarun, Rafim. Ja, wie gesagt, Kampfspuren beseitigen und Rafim irgendwie versuchen, auf andere Gedanken zu bringen, indem ich seine Aufmerksamkeit auf handfeste Themen lenke. Du merkst, dass Rafim einfach an dir vorbeimarschiert, sich hier oben auf den Hügel setzt und wohl irgendwie zu beten anfängt und sich dabei aber auch immer wieder in die Hand schneidet. Vergebt mir, Brüder. Ich wäre bei euch, wenn er nicht wäre. Ja, würde auch wohl noch länger so gehen. Also wenn du ihn beobachten würdest, würde sich das immer wieder um Brüder drehen, mit denen er spricht auch immer wieder zu Chor und würde dabei Blut opfern. Ja, also nachdem ich mir das einmal angesehen habe, denke ich, habe ich genug und widme mich wieder besseren Themen. Zum Beispiel der Befragung der gefangenen Kriegerin. Ja, was kannst du tun? Die nehme ich mal an, hat Kiaras inzwischen gefesselt? Ja, die ist gefesselt, auch die Avis-Geweihte hat sich darum gekümmert und Jalan sitzt da immer noch, der ist wohl auch mal ein bisschen erschöpft da noch und ja, dann kannst du dich zu ihr stellen. Berichte. Ja, was soll ich sagen? Kundschaften, sieht man doch. Was habt ihr hier vor? Nein, ich glaube, ihr habt das missverstanden. Ihr liefert den Bericht ab. Ja, hab ich mir schon gedacht. Man kann es ja versuchen. Was sollen wir sagen? Wir sind auf Befehl der Heeresleitung hier, sollen den Baron Ula und das Umland bewachen und beobachten, wer in Richtung von Barbrück reitet. Gut, was sind eure Beobachtungen aus den letzten Tagen, seit ihr hier Stellung bezogen habt? Wenig. Wir konnten uns ein bisschen mit uns selbst vergnügen. Das könnt ihr wahrscheinlich auch noch die Spuren drin, können das noch bezeugen. Ein bisschen Erbrochenes, ein paar Drogen, die wir genommen haben. Ja, das interessiert mich nicht so sehr. Ja, dann solltet ihr nicht danach fragen. Wie die Bewegungen, die ihr hier beobachtet habt. Keine.
Zumindest keine von Norden nach Süden. Auch aus dem Süden von Barbrück kommen zurzeit nicht so viele. Sprich keine. Gut, dann erzählt mir doch etwas über die Verteilung eurer Truppen hier im Umland. Wo steht wer, wie viele und so weiter. Nun, wir haben den Belagerungskessel etwas ausgedehnt und wie in einem, nun ja, an verschiedenen strategisch unwichtigen oder auch wichtigen Punkten, an verschiedenen Dörfern, an verschiedenen Überbleibseln der Bauern haben wir unser Quartier bezogen. Gut. Aber wenn ihr in Richtung von Barbrück wollt, dann ist dies nicht mehr unser Gebiet. Wir befinden uns alle nur in Zorganer Umgebung. Mhm. Wenn ihr das wissen wollt. Ah, das auch. Isarun wird dann mal ein Stück Pergament hervorziehen und eine Feder mit Tinte. Und dann zusammen mit der Kriegerin eine Karte der näheren Umgebung mit den Standorten der einzelnen uronischen Trupps machen. Möchtest du eine Überzeugenprobe würfeln? Kann ich gerne machen. Überlegen, überreden würde auch gehen oder Verhör, Einzelgespräch. Zusätzliche Schadenspunkte würden die Probe erleichtern. Also sie macht ja bisher einen kooperativen Eindruck. Noch, genau. Richtig, also noch war sie halt nicht frackig, von daher würde ich noch davon absehen und einfach nur so versuchen zu überzeugen. Ja, versuch's. Ah, 20. Ja, sie zeichnet dir 3-4 Bauernhöfe ein, ich kann das gerade mal tun. Und wir machen das mit Rot. Wir haben hier oben den Belagerungsring. Dann haben wir hier einen weiteren Ring. Okay, und der äußere Ring ist hier jetzt so die Begrenzung der uronischen Truppen und danach sitzt Hafax, nehme ich mal an. Korrekt. Das heißt also, auf diesem Kreis wirst du hier an diesem Punkt, an diesem Punkt, an diesem Punkt, sehr vereinzelt, wie gesagt, in einzelnen Bauernhöfen. Hier wirst du sicherlich auch noch was finden. Hier natürlich auch noch eine ganze Menge, hier. Aber ansonsten seid ihr hinter dieser Zone dann vor Schwarz-Elbo-Rumer oder Schwarz-Oronia sicher, sozusagen. Alles klar. Ja, dann würde ich halt noch gerne fragen, was sie denn über die Hafax-Leute weiß. Ja, die sind vor mehr als 2 Wochen über Chalukant eingereist, haben Chalukant und Maikis eingerissen und sind dann südlich des Farsh Uruch nach Al-Beros Minen und haben dann Barbrück eingerissen. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Von wie aus sie dann... Laut den Befehlen, die ich habe, sollten sie eigentlich nach Zorgan vorstoßen, aber das haben sie nicht getan. Sie sind verschwunden. Verschwunden, das heißt, sie sind auch gar nicht mehr in Barbrück selbst. So wie wir das sehen können, sind zumindest keine großen Truppenteile dabei. Es waren natürlich mehrere Kriegsschiffe, die sie dabei hatten und eine ganze Streitmacht. Der Bluttempler, der persönliche Leibgarde, aber wenn in Barbrück noch welche sind, dann wenige. Ja, Kriegsschiffe noch einmal. Bitte, wie haben Sie diese transportiert? Naja, Hafax wird wahrscheinlich von Jagern ausgestattet sein und hat dann El-Burum umschifft und ist dann direkt mit einem Sturmtrupp in Chalukant gelandet, ohne dass irgendjemand ihn aufhalten konnte. Nein, ich meine, wie kommen diese Schiffe nach Barbrück? Gar nicht nach Barbrück, die sind in Chalukant gelandet, haben den Hafen eingerissen. Ja, dann drückt euch präziser aus. Ja, dann gut, also Barbrück, zu. Klappe zu. Barbrück, Zicke. Heereslager, war das... Wer redet denn hier von Bändigen? Warum lässt du dich von den Männern unterdrücken? Warum reist du überhaupt mit ihnen? Schande. Dass du dich mit sowas abgibst. Ja, genau. Das ist mir völlig egal, was du für eine Meinung dazu hast. Also, Barbrück, wurde von Hafax dort ein Heerlager aufgeschlagen, ja oder nein? Wenn nein, wo könnte es stattdessen sein? Naja, Heerlager zumindest ist ein großer Teil nicht mehr in Barbrück. Guck dir halt die Scheißkarten an. Keine Ahnung, wo sie dann hingegangen sind, aber in unserem Verteidigungsring sind sie nicht vorbeigezogen. Ich hab dir eingezeichnet, wo wir stehen. Ja.
Wir haben Zorgan großzügig umritten. Und das geht gegen die Absprache, die wir mit dem Iona getroffen haben, beziehungsweise mit der Heeresleitung. Die sitzen vor Zorgon und warten. Verstehe. Und der Befehl ist, auf die Unterstützung von Hafax zu warten, bis die Belagerung auf Zorgon wirklich wieder verstärkt wird. Ohne Hafax können wir Zorgon nicht einnehmen. Mhm. Wir können es zwar belagern, aber an den Mauern kommen wir nicht vorbei. Das heißt, wir warten und wissen nicht, wo sie sind. Gut, gut. Das war's erstmal. Gehst du wieder zurück zu deinem Patriarchat, oder was? Ich gehe zurück zu meinen Gefährten, die sehr viel besser waren als deine. Du bist die einzige Frau darin, ne? Ich habe noch die andere gesehen, die andere Geweihte. Ah ja, Geweihten habt ihr. Schande. Wir werden einmal sehen. Vielleicht möchte er sich noch mit dir unterhalten. Da bin ich ja gespannt drauf. Den werde ich zureiten. Ja, was auch immer. Ich lasse sie dann zurück. Ich nehme an, wir haben die in irgendein Kämmerlein gesperrt. Ja, würdet ihr sicherlich Platz haben. Riegel vor. Abelmir ist sicherlich jetzt auch mittlerweile mit seinem Grab ausheben fertig. Könnt ihr dann die Kriegsspuren beseitigt haben. Und auch Rafim hat sich mittlerweile ausgeschrien. Und nach einer Stunde auf dem Hügel. Ja, wie gesagt, die Dämmerung wird größer. Die Geräusche von den Tieren wird weniger. Ja. Ja, ich würde dann mal zu Rafim herantreten und ihm was von den Drogen anbieten, die ich gefunden habe. Und danke, aber nein, danke. Ich gehe schlafen. Entschuldigung. Und Rafim würde sich an dir vorbeidrücken und einfach sich irgendwo da hinlegen in dieses Bauernhaus. Wo auch immer. Wenn dein Bett steht, in das Bett. Wenn er da kein Bett schnell genug findet, lege ich mich auch auf den Boden. Ja, also Betten sind 5 Stück da. Das war wohl eine Familie mit 3 Kindern. Und du kannst dir dann das Doppelbett aussuchen oder eins der, also Einzelzimmer sind das nicht von den Kindern, aber eben auf Kindergröße. Ich glaube, du wirst dich dann höchstwahrscheinlich in das Doppelbett legen. Ja, genau. Das ist von deiner Größe auf alle Fälle sinnvoll. Ja. Gut. Nachdem ich die Toten begraben habe, die Erde zugeschüttet habe, gehe ich demonstrativ einmal rum als Rafim und lege mich dann um die Ecke hin und probiere zu schlafen. Ich werde beginnen, Wache zu halten. Das ist gar nicht so schlecht. Ich falle richtig fertig ins Bett.